Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Oracle of Ages. Jo, oh, und jetzt geht's schon weiter. Dieser fette Fisch wurde angespült. Der ist bestimmt lecker. Roter Fisch schmeckt sicher. Hervorragend. Oh, der Ärmste. Wir haben diesen roten Fisch gefunden. Wir können es kaum erwarten, davon zu kosten. Nam nam nam. Hey, was sind das für rote Kerne, die du da hast? Klutkerne? Klingt interessant. Okay, wir tauschen die Klutkerne gegen den Fisch. Okay, ne? Was meinst du? Ja, abgemacht. Mal sehen, wie diese schmecken. Nam nam nam, mampf, mampf, nam 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 nam. Oh, es brennt, ah. Oh, der Ärmste. Sie hätte mich fast gefressen. Mein Name ist Dimitri. Ich kann im Meer schwimmen. Willst du irgendwo hin? Du darfst auf meinen Rücken reiten. Drücke A, um zuzuschnappen. Ich bin außerdem ein toller Schwimmer. Sogar Wasserfälle hinauf. Mit meinen Kraftarmband kannst du mich auch tragen. Cool. Dann werden wir das nochmal gleich annehmen, dieses Angebot. So, die Entfernung kam ja in der Vergangenheit größer vor. Wir sind da, nun trennen sich unsere Wege. Auf ein Wiedersehen. Jo, cool. Okay. Na dann, mal sehen. Ja, mit Dimitri. Dimitri, voll krasser Fisch. Kennengelernt und natürlich gucken wir mal wieder im Shop, mal sehen, was wir da haben. Eine Flöte. Eine Flöte hätte ich gerne. Seltsame Flöte, nur 150 Rubine. Okay, die haben wir ja gerade so nebenbei. Können wir uns leisten. Okay, warte mal. Moment, ich muss ja nach da oben. Ist auf der anderen Seite noch was? Ich habe jetzt Fleisch. Natürlich, das Fleisch. Ich war zwar mit dem Typ... Boah, ich dachte jetzt, ich ertrinke, aber nee. Ich kann jetzt schwimmen. Yay! Okay, zwar diesen Stückchen Fleisch, was wir bekommen haben für den Duftbeutel, können wir dem Maskenbesitzer geben. Denn dieser hat wirklich es nicht leicht. Er kann hier nämlich nicht weg. Ja, dumm, wenn man hier keine Türen baut. Ich bin so hungrig. Mein Magen hängt mir in den Kniekehlen. Ich habe Hunger. Verzeihung, ich dachte nur, du könntest mir helfen. Ah, ich habe Hunger. Gibst du ihm diesen Knusperbraten? Natürlich, ich bin noch nett. Pah, Fleisch. Ah, hör damit. Besser als nichts. Was starrst du so? Hä? Achso, du möchtest etwas dafür. Natürlich. Was für ein gieriger Bengel. Ha. Du gehst nicht, bevor du nicht was bekommst, ne? Na gut. Du kannst das hier haben. Päh, Fleisch. Du hast eine Hundemaske erhalten. Du steckst... ja, Hundeliebhaber könnte es wirklich was bringen. Und juhu. Hundeliebhaber. Wo war der Hundeliebhaber nochmal? Ich glaube, in der Gegenwart war ich sogar. Machen wir erstmal hier die Treppe. So, gut. Moment. Muss ich zu den Bergen links oder rechts? Weiß ich jetzt gar nicht. Naja, gehen wir erstmal zu der Hundebesitzerin. Hier, ja, Hundezüchterin der Stadt. Mein Hund sieht noch niedlicher aus, als er... komm. Schüchtern, ja, Maske, hier, bitteschön. Da, danke. Ja, hier. Bravo, Spielzeug, hier, da. Hantel. So, boom. So, nehmen wir erstmal das Schild. Lang. Das würde mich mal interessieren. Da ist der Friedhof. Das Hund ist die Sicherinsel. Das ist der Makrobaum dort. Ich glaube, ich muss wirklich erstmal nach links. Ich will hier. Ach so, falscher Knopf. Okay, ich glaube, ich muss wirklich erstmal da lang. Autsch. Okay. Hier lang. Oh, die Hexe. Dum, 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 dum.
Na, komm. Och, nichts Besonderes. Du schon wieder. Dank dir ist alles aus der Tasche gefallen. Recht mutig. Eine Martha derart aus der Bahn zu werfen. Dafür knöpfe ich dir dein ganzes Zeugs ab. Pah! Ja, mach nur. Ich bin sowieso nur auf die Rubine scharf. Die Herzen und alles kannst du haben. Haha, jetzt ist sie leider. Nö, eigentlich nicht. Wirklich. Naja. Elektrische Fische. Juhu. Autsch. Unfair. Gleich wird sich entscheiden, welchen Tier wir kriegen, welchen Helfer. Und Dimitri, wir kriegen Dimitri. Oh, juhu, Dimitri. Dimitri. Diese faulen, nichtsnutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir an, diese Brücke zu Symmetrie statt Ruinen zu bauen, da hauen sie ab. In die Pause. Ich warte schon ewig, aber sie kommen nicht zurück. Bei dem Tempo wird das ja nie fertig. Ich hätte sie schon längst gesucht, aber die Gegend hier ist so unwegsam. Zu Fuß kommt man nicht weit. Ach, so ein Mist. Jo, wir brauchen also Dimitri. Ja, gut. Jetzt ist nur die Frage, wie bekommt man nochmal den Helfer und... Nein, nein, nicht Tricky. Nicht Tricky. Nicht Ricky. Oh nö. Das ist wirklich der einzige, den ich nicht haben will. Kriegen wir jetzt so Dimitri? Nee, die kriegen Dimitri. Dimitri kriegen wir. Ja, Wasserfälle. Gut. Okay, dann werden wir uns mal Dimitri holen. Mein Herr, endlich habe ich euch gefunden. Ach ja, im Wald. Hör zu, es ist eine Tragödie. Ein rotes, echsenartiges Tier hat sich in den Wäldern verirrt und findet nicht wieder heraus. Wir wollten ihm lediglich einen Streich spielen, doch nun irrt es planlos umher. Helft ihr uns, es zu suchen? Versteht ihr unsere Lage? Natürlich. Eilt zum Rand des Waldes und juhu, da kriegen wir Dimitri! 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 Aber, na toll, das Schild hilft dir wirklich viel. So, mal sehen. Hauen wir uns erstmal hier durch. Gibt's hier irgendwo Herzen? Das wäre nett, wenn ich ein paar Herzen hätte. Und keine Herzen. Schade. Oh, oh. Hallo! Halt, mein Herr! Hier entlang! Ja, du kannst in den Ruinen entlang, aber ich nicht, so viel ich weiß. Ja, doch, kann ich. Cool. Doch, wenn man das wäre irgendwie abgesperrtes... Ihr wollt mich doch verarschen, ich soll jetzt selber... Soll ich den selber suchen? Oh, es sieht alles gleich aus. Wie kommt Dimitri hier wieder raus? Du hast doch Dimitri auf der Insel geholfen. Du kannst gerade recht... Oh mein Herr, ihr habt es gefunden. Wir geleiten euch zum Waldrand. Yay! Hier werdet ihr euch nicht mehr verirren. Verzeihung, wir haben es nicht so gemeint. Aber das Suchen macht mehr Spaß als das Verstecken. Genau, ich würde es so gern nochmal machen. Das nächste Mal wird es aber schwieriger. Ihr müsst mal wieder mit uns spielen. Ja, auf Wiedersehen. Ich bin froh, fortzugehen, und du hast mir zweimal geholfen. Wer bist du? Black, ein komischer Name. Doch von heute an ist Black mein Freund. Hey, tolle Flöte. Black, sind nicht aufzuhalten. Was, Black? Wir sind beides nicht aufzuhalten. Nimm diese Flöte, spiel diese Flöte, und ich komme, sobald ich die Flöte höre. Ja, seltsame Flöte, Dimitri kommt dann, juhu. Yeah, ich hab Dimitri. Mein Dimitri. 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 Und jetzt vor allen Dingen, ich kann jetzt die elektrischen Viecher angreifen, ohne dass ich einen Schock kriege. Ah, das war natürlich jetzt nicht so. Da ist Schnapp. Mampf. 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 Friss es. Friss das Zeug. Vielleicht ist hier irgendwo ein Herz. Was ich auch nicht glaube. Schade eigentlich. Dann da 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 da
Ha, gerade durchgezwingt. Ich schwimme sogar Wasserfälle hinauf. Probier es einmal aus. Ja, cool. Okay, hallo. Er will eine Brücke zu den Symmetrie-Stadtruinen bauen. Aber niemand benötigt so ein Ding. Also kein Grund zur Eile, oder? Mann, toll, ey. Darf ich nochmal mit den Typen reden? Diese faulen, nichtsnutzigen Tagträumer. Kaum fangen wir diese Brücke an zu bauen. Die brauchen sich schon mal. Ich komme nicht zurück. Hey, Kollege, würdest du die Rumtreiber für mich suchen? Na klar doch. Danke, Kollege. Dann mach dich mal auf vom Acker. Wenn du alle drei Faulpelze herschaffst, geht die Arbeit an der Brücke endlich weiter. Aber das Gelände hier ist echt unwegsam. Daher kommt man alleine nicht sehr weit. Verstehst du? Okay. Ach, endlich. Endlich können wir sie alle holen. Hä? Mein Chef? Aber ich wäre so gerne noch hier geblieben. Na gut, ich gehe schon. Kann der weit springen? Ich bin beeindruckt. Friss es, Dimitri. Friss diese Pflanzen. Friss, Dimitri, friss die ganzen Pflanzen. Ich sehe, das müsste ein Ring sein, wenn ich mich nicht irre. Natürlich. Juhu, ein Ring. Okay, dann mal mit Dimitri. Dimitri, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Herz, ich muss echt graben. Hä, mein Chef? Aber ich wäre so gerne noch hier geblieben, hier wo ich gehe. Boah, Jesus, er kann über Wasser laufen. Ich, echt, was hier für Leute rumlaufen. Können alle Meter hoch springen und über Wasser. Wahnsinn. Gib mir ein Herz. Wer braucht den ganzen Reichtum? Ich brauche nur ein Herz. Dann halt nicht. Okay, dann müssen wir dann da hoch. Lass mal gucken, hier oben. Da ist eine Fee bestimmt, ne? Ja, Fee, los, heil mich. Vielen Dank. Oh, äußerst nett von dir. Dimitri, nicht fressen. Das ist unser Freund, der hier die Brücke bauen soll. Hä, mein Chef und ja, Standardtext geschwafelt, juhu. Haha, da sind sie ja. Etwas spät, was? Hä? Also, ab an die Arbeit. Keine Pause mehr, bis die Brücke steht. Jawohl, Chef. Dum, dum, dum. Wir sind fertig, Chef. Was? Ihr seid schon fertig? Hätte nicht gedacht, dass ihr es Trottel auch arbeiten könnt. Aber wir haben keine Zeit für Pausen. Auf der zum nächsten Auftrag. Der wartet schon bereits. Jawohl, Chef. Was für ein Sklaventreiber. Okay, Dimitri ruht sich erstmal woanders aus und wir gehen hier entlang. Zur Symmetriestadt. Au. Böser. Böser Ritter. Sieht ja düster aus hier. Was hier wohl passiert ist? Wirbelkerne. Du hältst Sturmkerne. Ach, Sturm. Ihr Wind bringt dich an einen anderen Ort. Öffne deinen Saatbeutel, um sie einzusetzen. Okay. Sieht ja wirklich nicht gerade berauschend aus.
Und hier sind doch... Genau. Symmetriestadt. Und dann ist auf der anderen Seite auch was. Reisen wir mal in die Vergangenheit, um zu sehen, wie es vorher hier aussah. Also viel heller ist es auch nicht. Ein Vulkan. Okay. Ja, Symmetriestadt. Natürlich ist hier alles symmetrisch. Okay. Arm rechts, Arm links. Schritt links, Arm rechts. Schritt rechts, Arm links. Ich bin nur ein Hänfling, wenn ich das doch ändern könnte. Arm links, Arm rechts. Ich hab's. Ich trainiere, aber ich habe nur eine Hantel. Arm links, Arm rechts. Immer nur mit einem Arm. Das ist völlig gegen meine Prinzipien. Ich bin ein Ich bin eine ausgeglichene Persönlichkeit. Arm links, Arm rechts. Arm links, Arm rechts. Ja, starr auf meine Hantel. Ja, du kannst sie haben. Hier. Das ist es, was ich brauche. Jetzt kann ich heben und heben. Haha. Bald fliegen mir die Mädels zu. Arm links, Arm rechts. Haha. Ich bin ein dünner Hering. Was kann ich dir anbieten? Genau. Das Training wartet. Du erhältst einen Klebebart. Eigenartig. Mädchen, Mädchen, Mädchen. Haha. Naja. Ob sie dann auf dich fliegen? Ich weiß nicht. Hilfe, Hilfe! Das Tunnelgewinde ist zerbrochen. Darf ich dir unsere missliche Lage schildern? Ja, natürlich. Je mehr sich der schwarze Turm der Vollendung nähert, umso seltsamer wird diese Stadt. Als das Tunnelgewinde zerbrach, geriet die Stadt aus der Balance und der Vulkan brach aus. Das Tunnelgewinde ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Unserer aufrichtigen Verehrung geht dies im Gewinde. Unsere Gesetze hier in der Symmetriestadt erfordern, dass links und rechts in perfekter Balance sind. Doch das Tunnelgewinde in der Mitte der Stadt ist zerbrochen. Symmetriestadt ist komplett aus der Balance. Wenn wir das Tunnelgewinde nicht richten lassen und zurücklegen, wird Symmetriestadt durch den Vulkan zerstört. Verstehst du unser Problem? Natürlich. Ich gab meinen Mann das defekte Tunnelgewinde, aber er kann die Restaurationsmauer nicht hochsteigen. Okay, dein Mann müsste auf... Oh. Du bist ja links, also müsste dein Mann auch links sein. Demzufolge müsste er da oben sein. Ja, das klingt ja schon mal klasse. Hallöchen! Bei Vulkanausbruch hat mich ein Felsbrocken erwischt. Wenn du nach Tunnelgewinde suchst, musst du auf der anderen Seite der Stadt bei meinen Brüdern vorbeischauen. Wir müssen dringend etwas gegen diese Ausbrüche unternehmen, du. Okay, dann schaue ich mal deinem Bruder vorbei. Vielleicht kann der mir das Tunnelgewinde endlich geben. Ah, Feuerregen. Oh mein Gott. Hallöchen. Hallo, du. Naja, die Veränderung des schwarzen Turms regt, umso seltsamer wird es in dieser Stadt. Als das Tunnelgewinde zerbrach, geriet die Stadt außer Balance und danach brach der Vulkan aus. Ich werde ja das Tunnelgewinde zur Otte bringen, doch ich kann die Stadt nicht allein verlassen. Dies ist Symmetriestadt, links und rechts müssen perfekt ausbalanciert sein. Mein Bruder ist zu verletzt, als dass er sich bewegen könnte. Daher kann ich auch nicht fort. Wenn einer von uns geht, ist die Balance verloren. Doch er muss unbedingt jemand gehen. Hey, für dich sind die Regeln nicht zwingend. Du kannst die Stadt verlassen. Würdest du Otto das Tunnelgewinde bringen? Ja? Oder ja, das ist ja... Du bist wirklich, also wirklich bestimmt. Vielen Dank, echt. Da fehlen mir wirklich die Worte. Ich kann dir gar nicht genug danken. Otto lebt oberhalb der südlich gelegenen Restaurationsmauer. Wenn der Tunnelgewinde erstmal repariert ist, musst du es zum Haus der Mitte bringen und die Stadt legen. Ach, ich kann dir gar nicht genug danken. Vielen Dank.
Wir werden bald hier in Frieden leben können. Juhu. Okay, dann würde ich sagen, ich laufe erstmal aus der Stadt raus, bevor ich mit meinem Ungleichgewicht, was ich erzeuge, noch mehr Schaden anrichte. Und stirb, 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 Monster, stirb. Herz. Okay. Hier ist nichts los, da oben ist auch nichts, oder? Au, au, au. Mann, unfair. Ich würde doch nur hier drüben gucken, was hier... Ah, jetzt reicht's. Jetzt habt ihr ein Problem. Jetzt werdet ihr sterben. Okay, hier ist nichts. Na, klasse. Au. Echt, ich stelle mich gerade wirklich an wie der erste Mensch. Hopp. Aha. Ah. Zuck. Aha. Moment. Doch, hier kann ich lang. So, dann werden wir mal schnell an diesen Fisch vorbeischwimmen. Und mal sehen, was uns da drüben mal erwartet. So. Juhu, ich spiele da auf der Harfe. Hallöchen. Mein Name ist Tokay. Was? Tokay. Ich erforsche die Zeit. Nach vielen Jahren der Forschung stehe ich kurz davor, ein Lied zu verenden, das einen Schritt voran in die Zeit ermöglicht. Doch ich stecke fest. Echos erzeugen. Genwellen. Was mag das bedeuten? Tja, pass auf, ich spiele das Lied des Echos vor. Ja, was zum Teufel? Das ist die Melodie des Echos. Genau diesen Ton hab ich gesucht. Das klärt alle noch offene Fragen. Nun kann ich die Melodie endlich zu Ende bringen. Der Typ freut sich auch. Du Meister der Melodien, ich überlasse dir ein neues Lied. Die Zeit strömt voran, wenn das Lied des Zeitstroms erklingt. Spiele dieses Stück und sofort in deine Zeit zurückzureisen. Ist der Weg in deine eigene Zeit blockiert, so gelangst du zum Ausgangspunkt zurück. Yeah, du hast das Lied des Zeitstroms erlernt. Spiele es, um von der Vergangenheit in die Zukunft oder Gegenwart zu gelangen. Wähle es aus, wenn du deine Harfe einsetzt. Okay, vielen Dank, Meister. Puh, okay. Ich würde sagen, ich speichere mal hier. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut und wir sehen uns.